Na, klasse. Ja, wir riskieren es lieber nicht. Das heißt, wenn hier angezeigt wird, Caution, passt lieber auf. Und verschwinde so schnell wie möglich. So, ach, wir haben noch das Zeug im Inventar. Ja, das ist ja super. Hätten wir nämlich übrigens entspannt im Dorf genommen, hätten wir einiges an Erfahrung und Geld verloren. Und ich habe keine Lust, das alles wieder zusammen zu grinden. Ja, und unser Lebens- und Mana-Zeug, da sieht auch vortrefflich aus. Aber leider werden diese Skill-Sachen nicht gespeichert. Das finde ich nicht so schön. Wenn wir schon mal hier sind, können wir auch einmal geschwind verkaufen. Ja, ich mag deine Waren. So, hier. Kette. Können wir einfach mal eine anlegen. Warum denn nicht? Diese können wir dann verkaufen. Langschwert, ja, benutzen wir nicht. Weg damit. Ja, die ganzen Transportrollen. So viel braucht man nun wirklich nicht. Ich behalte mal eine zur Sicherheit. 511. Ja. Wir sparen. Wir sparen. Und ich will mir einigermaßen schnell ein Level abholen, damit wir wieder Energie und Leben bekommen. Ja, hier noch ein bisschen. Und hier noch. Und natürlich erhalten wir wieder Geld. Und eine Truhe, ist ja klar. Was noch sonst? Ein Faustschild, ihr wollt mich doch verarschen, oder? 469 von 484. Das heißt, uns fehlen noch na 15. Level 3 Wolf. Probieren wir es mal. Wir haben ja auch genug Leben, um ein paar Treffer wegzustecken. So. Das heißt, haben wir diesen Wolf besiegt. Bekommen wir den Level ab? Ach Mann. Nein, die Benutzer entspannen sie sich im Dorf nicht. Ich mag diese Option nicht. Da verliert man so viel Zeug. Macht man nicht wirklich Profit daraus. Kann man sich genauso gut von dem Geld, was man verliert, Tränke kaufen und sich dadurch heilen. Naja, müssen wir nicht mehr so viel an den Weg zurücklaufen. Und wir haben einen kleinen Windkristall und noch zwei Level 1 Schleime und wir haben den Level Up. So. Level Up und wir sind voll. Ja, Level 5. Machen wir hier noch einmal kurz die Karte sauber. Und du auch noch. Und schauen natürlich noch in die Kiste rein. Und finden einen Goldring. Und nichts. Gut. Wir skillen wieder wie gewohnt. Einen auf Glück, einen auf Konstitution. Einen auf Agilität und zwei auf Stärke. Und skillen. Was skillen wir denn? So wie ich sehe, haben wir neue Skill-Optionen freigeschaltet. Hier. Tragkraft erhöhen, eine passive Fähigkeit. Erlaubt es dir, mehr Gegenstände zu tragen. Erfordernis nächste Stufe. Erforderliche Stufe 5 haben wir jetzt ja geschafft. Wir bekommen bloß 50 Tragkraft. Und haben 125. Ja. Naja. Lohnt sich im Moment noch nicht wirklich. Berserker aktiv. Erhöht deine Angriffskraft, schwächt dabei aber deine Abwehr. Auch eine schöne Sache. Obwohl ich nicht wirklich so ein Freund von so Sachen bin. Von so Buffs, die man extra aktivieren muss. Ich weiß nicht, ist irgendwie ein bisschen umständlich so im Gefecht. Ein Wirbelsturm. Du drehst ihn mit hoher Geschwindigkeit und fügst dem Gegner um dich herum Schaden zu.
Dieser Skillbaum ist eine sehr schöne Sache. Sollte man haben. Ja, sollte man skillen. Oder vielleicht sogar die Energiewelle. Eine Welle kommt, dass deine Waffe hervorgeschossen und fügt den Gegner vor dir Schaden zu. Dem Gegner muss das übrigens heißen. Ja, wir könnten auch unseren extra Schaden verbessern. Ich skill mal den Wirbelsturm. Ich mag ihn. Legen wir auf I und hier das Ding auf das L. Ich kann ihn ja einmal zeigen. Suchen wir uns eine schöne volle Karte. So. Alles sammeln, bitte. Und dann noch einmal. Na, natürlich haben wir nicht genug Mana, Mann. So, dann hauen wir den Wolf noch kaputt. Hauen wir den Wolf noch kaputt. Und dann muss ich auch leider schon die Aufnahme beenden. Denn mir sind die Folgen ausgegangen wegen Schulstress, bla bla bla, Lernen ist klar. Das heißt, ich heiße euch das nächste Mal willkommen in der nächsten Aufnahme und wünsche euch eine gute Nacht und rate euch, esst etwas Schönes. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Arceus. Heute ist der 23. Dezember. Ich habe Ferien und beim letzten Mal habe ich vergessen zu speichern. Das heißt, ich habe nochmal einmal schnell diesen Level abgemacht und die Punkte so verteilt, wie es beim letzten Mal eigentlich auch war. Diese beiden Skills haben wir nun, diese aktiven. Und ja, die Items haben sich auch ein ganz kleines bisschen verändert. Diesen V-Schild müssten wir eigentlich schon vorher gehabt haben. Allerdings habe ich einen Filzhut gefunden. Den rüsten wir aus. Gibt plus 8 Verteidigung. Eine Kette des Windes habe ich gefunden, die allerdings nichts bringt, genau wie die andere. Also lassen wir das einfach. Und einen Stein des Segens. Dann werden wir nun noch schnell diese beiden Sachen verkaufen. Und dann werden wir ein bisschen erkunden und leveln. So, Gregor. Hier ein Faustschild und eine Kette des Windes. Wir können ja nochmal bei der, wie heißt sie, bei der Susanne vorbeischauen, ob sie vielleicht irgendwas für uns hat. Tränke. Ja. Nicht so wichtig im Moment. Da wir einigermaßen schnell leveln, also lassen wir das einfach mal. Und soweit ich mich erinnere, die nächsten Quests dauern noch ein bisschen. Das heißt, wir prügeln uns einfach mal hier durch diese Prärie von Arceus durch. Und erhalten einen mittleren Erzengeltrank. Das ist doch schön. Also wir prügeln uns einfach durch, sammeln, grinden einfach. Ganz normales Grinden und erkunden dabei die Umgebung. Dadurch wird sich auch unsere Karte etwas füllen. Und wir marschieren Richtung Jino-Gebirge und versuchen nicht gegen diese roten Schleime zu kämpfen, weil das, wie wir wissen, kann sehr schlimm ausgehen. Und natürlich hat auch so ein alter Wolf ein bisschen Kleingeld für uns dabei. Was denn auch sonst? Und wie ich gerade festgestellt habe, es ist für uns möglich, diese Level 1 Schleime mit einem Treffer kaputt zu bekommen. Allerdings ist es ja nur ein von bis Schadenswert. Das heißt, es muss nicht unbedingt so sein. Hier zum Beispiel der Treffer war nichts. Allerdings vorher gegen eine mit dem ersten Treffer kaputt. Dieser auch nicht. Der da auch nicht. Und der da auch nicht. Das, meine Freunde, ist der Vorführeffekt.
kennt sicher der ein oder andere von euch, aber hier der zum Beispiel ging schnell kaputt. Und hier machen wir einfach wieder unseren Sprungangriff. So. Und erhalten einen kleinen Heiltrank. Und hier ist natürlich wieder nichts drin. Da unten ist noch eine Truhe, ne? Auch nichts. Okay. Sind wir überhaupt auf dem richtigen Weg? Nein, sind wir nicht. Gut. Oder eben nicht gut, aber wir wissen, dass wir nicht auf dem richtigen Weg sind. Aber jetzt schon. Also, naja. Begeben wir uns eben jetzt auf den richtigen Weg. Und kloppen uns einfach durch. Und hauen diesen Wolf auf die Mütze. Mit unserem Hackebeil. Und sammeln nebenbei das Geld vom Schleim ein. Und da ist noch ein Wolf. Es sind aber viele da drin. Jawohl. Und den Schleim da auch noch. Und wenn man auf die Zahlen achtet, merkt man, dass der Unterschied der Rüstung, oder, ja, kann man Rüstung sagen, der Verteidigung, zum Beispiel bei diesem Wolf und diesem Level 1 Schleim, auch enorm ist. Die kassieren fast doppelt so viel Schaden wie die Wölfe. Naja. Solange wir sie besiegen, soll es mir recht sein. Euch beide? Ja. Und wieder Geld. Und Geld. Na, nicht weit genug gesprungen. Und wieder Geld. So. Und euch beide auch noch. Tschüss. Geld. Hier oben war doch noch eine Truhe, oder? Haben wir die schon? Nee, da. Mit einem mittleren Heiltrank. Ja, sieh mal einer an. Ja, das ist ja mal ein toller Empfang. Damn. Bisschen Anlauf holen. Und da hinten kommt noch einer. Ja. Und du auch noch. Jawohl. Und die nächsten zwei ranholen und raufhauen. Na, oh. Na, geblockt. Aha. Gut, sind hier noch Kisten? Kisten, Kisten, Kisten. Ich brauche Kisten. Mit Inhalt am besten. Und das Gino-Gebirge. Hier oben müssen doch Level 5 Schleime sein, oder? Ja. Naja, die kriegen aber auch schon ein bisschen Schaden von uns. Ich glaube, wir probieren mal den hier. Aber versuchen den anderen nicht zu locken, wenn dann überhaupt noch einer drin ist. Ich will's im Moment nicht wissen. Wir werden gleich nachschauen. So. Und sagen das Geld ein 26 Erfahrungspunkte. Na, das lohnt sich doch. Und ein Alexi Farmig. Das ist das Gegengift in Arcus. Komm schon. Hopp, 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 hopp. Der nimmt genauso viel Schaden wie der Wolf in etwa. Aber er hat wesentlich.